Hallo, als allererstes müssen Sie wieder unten rechts das Zahnrädchen anklicken und das Tempo der Sendung erhöhen, denn ich spreche doch so langsam. Ne? Es gibt tatsächlich Leute, die einem dann die irgendwo einen Kommentar veröffentlichen, weil sie offensichtlich nicht wissen, dass man das Tempo jeder Sendung beliebig einstellen kann, unten rechts am Zahnrädchen. Ne? Wiedergabegeschwindigkeit oder so ähnlich. Ja, dann alles wurde ja überschattet. Natürlich gibt es nachher noch wichtige Kurznachrichten, aber alles wurde erstmal überschattet durch die Demo gestern und heute ist ja wohl auch noch was in Berlin, ja. Und ja, die großen Medien wie Tagesschau und Heute und die anderen öffentlich-rechtlichen Medien. Ich muss aber erst unser Tagesbild noch dazu nehmen. Wo ist es? Ja. So lassen wir es jetzt, ne? Ich glaube, Sie können es ganz gut sehen. Ja, also, was haben die großen Medien gemacht? Anstatt Argumente zu bringen, sauber aufbereitete Datenanalysen von Schweden oder Weißrussland zu bringen, weil Schweden und Weißrussland dort hatte das Virus ja völlig freie Ausbreitungsbahn und trotzdem sind die Sterberaten, also wenn wir Kanzler Kurz hat prognostiziert für Österreich etwa 100.000 Corona-Tote, wenn wir jetzt nicht schleunigst die Maßnahmen machen, ja? Genauso hat Drosten für ganz Europa 3,1 Millionen Tote vorhergesagt. Das würde ja bedeuten, in Deutschland auch, sagen wir mal so, in der Größenordnung 800.000 mindestens vorhergesagt, ja. Dann würde das ja bedeuten, dass für Schweden nach Kurzthese hätten wir es mit 130.000 Toten, Corona-Toten in Schweden rechnen müssen. Oder nach Drostens Rechnung ungefähr mit 100.000 in Schweden rechnen müssen. Ja, und stattdessen haben wir ganz wenige, nämlich nur an die 6.000 angebliche, vermeintliche, unklar, ob Corona-Tote sozusagen. Ja, und jetzt vergleichen Sie die Zahl einerseits mit der Drohung, also mit der aus der Gefährlichkeitsüberschätzung heraus geäußerten Drohung. Ja, wenn kein knallharter Lockdown gemacht wird, gibt es 100.000 Tote in Schweden bis 130.000 Tote in Schweden. Ja, und das Virus hatte in Schweden völlig freie Bahn und es gibt nur 6.000, an die 6.000 angebliche Corona-Tote. Und diese Zahlen müsste uns doch die Tagesschau, die Heute-Sendung und all die anderen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender müssten uns das doch erklären und immer wieder erklären, warum, wieso, weshalb, anstatt uns dann wie Phönix den Doc Esser, also einen, der ausgebildet ist in einem marktwirtschaftlichen, gewinnorientierten, profitorientierten Medizinbetrieb und Pharma- und Impf- und Testbetrieb sozusagen, der also ausgebildet ist mit der grundsätzlichen Überzeugung, alle Dinge seien gefährlicher, als sie tatsächlich sind, also mit einer Gefährlichkeitsüberschätzung Gefährlichkeitsüberschätzungsausbildung im Kopf. Ja, solch einer wird dann also quasi, dem wird der große Rederaum gegeben. Und was macht er? Er schildert einfach seine Gefährlichkeitsüberschätzungstendenz, aus der heraus er sah einerseits zwar zugibt, dass die Sterblichkeit vielleicht von Corona eben doch nur in der Größenordnung einer kräftigen Grippe wäre, eventuell. Aber auf der anderen Seite, sozusagen, sagt er am Ende dann doch, naja, irgendwie ist Corona doch viel schlimmer, irgendwie, ne, aus irgendwelchen Gründen. Dann erkennt er richtig, dass die Leute, dass die viele Behandler, die maschinenmäßige Beatmung eingesetzt haben in erster Linie,
um dadurch eine Ausbreitung in der Raumluft sozusagen von Viren zu verhindern, weil das dann eher so in so einer Art geschlossenen Kreislauf läuft. Und er, Dr. Esser, gibt es aber zu, dass die Sauerstoffzufuhr, also eine freie Sauerstoffzufuhr, viel bessere Ergebnisse hätte und auch zu viel weniger Toten geführt hätte. Aber das hatte man am Anfang wohl deswegen ungern gemacht, weil man dann ja in der Raumluft befürchtet hatte, zu viele hochinfektiöse, vermeintlich hochinfektiöse Viren zu haben, ja. Also man kann sagen, bei Phoenix, Doc Esser, das ist eben dieser Lupenblick. Also der Lupenblick ist sozusagen jeder, der im profitorientierten und gewinnorientierten Medizin- und Pharmabetrieb ausgebildet hat. Der hat diesen Lupenblick. Er sieht alles als größer und gefährlicher, als es tatsächlich ist. Weil das nur dann kann ich viel verkaufen. Also ich kann dann viele Impfungen, Tests und Operationen verkaufen, wenn ich alles für total gefährlich halte. Also wenn ich quasi einen winzigen Tumor sehe, dann sage ich eben nicht, ja, Sie sollten mal Ihre Ernährung umstellen, damit der Tumor schleunigst wieder verschwindet, sondern ich gehe mit dem Lupenblick dran. Ach, dieser Tumor ist ja schon riesig und der wird Sie ja ganz schnell umbringen und Sie müssen morgen, müssen Sie operiert werden. Muss ich sie operieren, sonst sind sie schon tot, ne? Und dieser Lupenblick ermöglicht das Verkaufen von einer maximalen Zahl von Operationen und darauf ist eben unser jetziges Medizinsystem angelegt, was ich ja schon tausendmal in den Sendungen begründet habe anhand der mimetisch-genetischen Evolutionsanalysetechnik. Schluck Wasser. Also, anstatt dass die großen Medien jetzt also sorgfältig über Schweden und Weißrussland Zahlen liefern, Interviews liefern, Daten liefern und so weiter, die einen wirklich nachdenklich machen könnten, greifen also die Medien und die Politik einfach nur auf ein anderes Mittel hin, auf Beleidigungen und Diffamierungen. Und das ist eigentlich einer demokratischen Gesellschaft total unwürdig, ja? Da werden einfach Wortassoziationen hergestellt. Da wird also Demo assoziiert mit so Worten wie Neonazi-Gruppen, wie Neonazi-Organisationen, Virusleugner, Blödsinn, Rechtsextremisten, Covid-Joten, Antisemiten sogar, ja? Verschwörungstheorien. Ja, also man merkt, da wird einfach sozusagen statt Argumente werden Beleidigungen eines großen Teiles der Gesellschaft gewählt. Und das ist natürlich einer sozusagen demokratischen Gesellschaft leider sehr unwürdig, ne? Aber so ist es halt. Unsere Demokratie ist eben, ja, dadurch völlig am Zerfallen, dass wir haben ja weder die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten und die vielen anderen Steuerelemente, die also aus einem Staat eine Volldemokratie machen würden, erstmals sozusagen. Das haben wir nicht. Außerdem haben wir die Sonderbedingung, dass unsere öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und deren Journalisten große Teile ihres Gehaltes von den Pharmakonzernen über die Werbespots von den Pharma- und Medizinindustrien beziehen und dadurch es zu Evolutionsprozessen zwangsläufig kommen musste, die ich auch schon ganz oft in vielen Sendungen beschrieben habe. Dass also langfristig immer nur Journalisten dann überlebt haben, die auch die gleiche Meinung hatten und die gleichen Irrtümer im Kopf tragen, wie sie die Werbekunden tragen, nämlich Pharmaindustrie und Medizinindustrie. Und dadurch ist es so, dass ohne böse Absichten einfach wir eine systematische evolutionsbiologische Anhäufung von Journalisten haben im öffentlich-rechtlichen Fernsehen,
Und nach dem richtet sich ja der Rest der Gesellschaft sozusagen. Und diese Journalisten tragen also mehrheitlich die gleichen Irrtümer wie die Pharmaindustrie und die Medizinindustrie selber. Und dadurch kommt es sozusagen ja zu dieser Perspektive. Ja, also quasi man könnte sagen, Bill Gates und die Pharmaindustrie, die Impfindustrie, die Testindustrie sind und die Journalistenschaft, Spiegel und so weiter sind ohne böse Absicht, ohne dass da irgendwelche eine Verschwörung eine Rolle spielt. Die sind einfach nur gleicher Meinung, haben die gleichen Irrtümer im Kopf. Gewinnbringende, karrierefördernde und vorteilbringende Irrtümer im Kopf, die in der Evolution dafür gesorgt haben, dass genau solche Leute vorne sind, während der kritische Journalist schon lange selektiert worden ist, weil er ja quasi eher bei jedem Medium, bei dem der kritische Journalist tätig war, hat er ja quasi dem Werbeerfolg der Werbekunden geschadet. Und dadurch ist dann entweder er gekündigt worden oder das Medium ist pleite gegangen. Und so gibt es den kritischen Journalisten eben schon lange nicht mehr, weil die Evolution genau in diese Richtung verlaufen ist, dass sie alles selektiert oder zum Aussterben gebracht hat, was kritisch gegenüber den Werbekunden war. Ne? Das ist ganz normale Evolutionsverläufe. Ja, eine andere Nachricht. Bei Arte gab es Epigenetik-Sendung. Ja, ein Früharzt, der an Gene glaubt, vielleicht mache ich das doch noch mal kurz mit unseren Schaubildern. Hier Next Scientist for Future.de, Arbeitskreis von World Council, Weltrat, sind wir. So, also vergleichen wir noch einmal, weil ich das noch nicht so oft gezeigt habe, einen Früharzt hier. Hier haben wir einen sich irrenden Früharzt, der nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, das systematisch für Ungleichheit sorgt, sozusagen zuverlässig in der Evolution, jeden Tag, jede Sekunde. Aufgrund dieses Ungleichheitserzeugungs-Naturgesetzes Mutation und Selektion muss es zu einem sich irrenden Früharzt kommen und der glaubt jetzt, also Krebs ist natürlich die Folge von irgendwelchen genetischen Faktoren. Also das Früharzt vielleicht in dem Moment, wo man denn überhaupt was über Gene wusste oder dachte. Ne? So, der verkauft natürlich viel mehr. Warum verkauft er viel mehr? Weil die Leute dadurch natürlich durch seine These, Krebs kommt den Genen und nicht zum Beispiel von der Ernährung, von Giftstoffen in der Luft und im Wasser und so weiter, dadurch werden die Leute nicht, die Kunden sozusagen nicht versuchen, die Ernährung umzustellen, sondern stattdessen werden die Kunden versuchen, dem Arzt möglichst viele seiner Behandlungen abzukaufen, die um diese genetisch bedingte, also gegen die man ja gar nichts machen kann eigentlich, um das dann bestmöglich zu behandeln. Ja? Und dadurch verkauft dieser sehr viel, während der hier, dieser wahrheitsorientierte Früharzt, der also sagt, nein, also Sie müssen mal mit Ihrem gesamten Lebensstil aufräumen, Ihr gesamter Lebensstil ist immunschwächend und krebsfördernd, Sie müssen alles ändern. Sie müssen Ihr Leben vom Kopf auf die Füße stellen, einmal völlig alles ändern, dann wird Ihr Immunsystem den Krebs von selber beseitigen. Ja, das ist ein guter Früharzt. Aber dieser hier, der wird das große Geld machen, denn er wird hier die zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren können und wird dann der Vorfahre von Drosten Wieler und Lauterbach. Während dieser hier zwar ein guter Ausnahmearzt ist, aber diese werden immer selten sein, weil, und wir haben ja auch jetzt in Deutschland nur wenige ausnahmsame Ärzte wie Bakti, Schiffmann und eben die Next Scientists for Future.de. Das sind diese wenigen Ausnahmeärzte und Psychologen und so weiter, die eben einen wahrheitsorientierten Blick versuchen, trotz ihres Studiums sozusagen trotzdem auf die Wahrheiten zu kommen, ja? Und denen es teilweise gelingt, aber auch oft nicht vollständig gelingt, aber wenigstens teilweise gelingt. Und von daher sozusagen,
Ja, also ganz klar, die Selektionsbedingungen sind immer so, dass wer glaubt, als Arzt den Irrtum, den gewinnbringenden Irrtum, den vorteilbringenden Irrtum, den karrierefördernden Irrtum in sich hat, dass eben das genetisch sei, der macht das große Geschäft und wird der Vorfahre der heutigen Mainstream-Ärzte sozusagen und Psychologen. Ja. Ja, und das ist interessant. Und dann auf der anderen Seite gab es eine Sendung wieder im ARD über Zucker, die Droge Zucker und die Gefährlichkeit und so weiter. Ja, und dann wird wieder gesprochen über die Zuckersteuer. Ja, und was bringt uns die Zuckersteuer? Gar nichts. Denn was die Sendung nicht verraten wollte, aber doch da durchgesickert ist, ist, dass die ganze Forschung auf Hochtouren läuft, andere Stoffe für Zucker auf den Markt zu bringen. Ja, wenn jetzt eine Zuckersteuer käme, wäre es ja für die Wirtschaft sinnvoll, Zucker überall rauszulassen und stattdessen andere Stoffe wie Süßstoffe, von denen man schon jetzt vermutet, dass sie viel gefährlicher noch als der Zucker sein könnten. Ja, das heißt also, da wird geforscht auf Teufel komm raus nach den Nachfolgestoffen und die, da wird man dann 50 Jahre später wieder feststellen, dass die dann andere, aber vielleicht noch viel gefährlichere Schäden machen. Also was wir doch brauchen, ist doch ein gesamtes Umsteuern der gesamten ernährungsbezogenen Forschung. Und das geht nur über die Wohlfühlstimme, die Gesundheitsdaten und die Langlebigkeitsdaten als die Grundlage der staatlichen Ermittlung von Verdienstzuschlägen für alle beteiligten Industrien. Während sonst, wenn wir nur immer Zuckersteuer, Salzsteuer und alle möglichen anderen Steuern machen, das ist ja ein guter Versuch, aber das führt immer nur dazu, dass neue Stoffe erforscht werden, die dann am Ende sich meistens als noch schädlicher erweisen. Aber was man dann erst nach 50 Jahren erkennt, bis dahin sind dann wieder die Menschen wieder alle getötet worden durch die neuen Stoffe. Ne? So. Ja, und dann haben wir noch zwei Sendungen von den Sender, ich glaube, es heißt Emma und Fritz. Emanzipation und Frieden, ja, sozusagen Emanzipation und Frieden, könnt ihr ja mal googeln oder bei YouTube suchen. Ja, und da gab es eine Sendung über Sozialdarwinismus und dann auch noch über, ja, Korrektur der Wirtschaftsordnung, ja. Ja, und zwar, was machen die hier? Also, während man die Next Scientists for Future im positivsten Sinne für als eine biologische Linke bezeichnen könnte, im positivsten Sinne, weil wir eben sagen, wir müssen eine, persönlich möchte ich ja selbst in einer bonobo-kommunistischen Kommune leben, sozusagen irgendwann, aber sozusagen letztendlich sozusagen muss alles freiheitlich geschehen. Also niemals darf man irgendeinem Menschen ein Leben in diesen kommunistischen Lebenskommunen oder Lebensgemeinschaften empfehlen oder vorschreiben. Es wurden wieder Lebensgemeinschaften gezeigt im Internet, Fernsehen, die alles andere als glücklich waren, ja, und so weiter. Da möchte ich natürlich nicht wohnen, sondern in einer glücklichen bonobo-kommunistischen Kommune möchte ich leben. Und, aber das darf ja nie zum Zwang werden. Also eine biologische Linke darf niemals diesen Träumereien, diesen unrealistischen, antinaturwissenschaftlichen und antibiologischen Träumereien folgen, sozusagen,
sondern muss doch einfach die Realität zur Kenntnis nehmen. Und die Realität, das habe ich ja schon so oft gesagt, ist einfach die Tatsache, dass Mutation und Selektion, dieses größte und wichtigste Naturgesetz dieses Universums, vor der Gravitation als Naturgesetz, viel wichtiger noch, dieses Naturgesetz erzeugt Ungleichheit jede Sekunde. Und von daher, darauf muss man doch Rücksicht nehmen, auf diese Wahrheit. Und sozusagen, und als biologische Linke im positivsten Sinne muss man doch sozusagen da die Denkfehler der Linksradikalen oder der Linksextremen korrigieren. Ne? Ja, also dieses, also quasi, was wurde in der Sendung gemacht, ne? Es letztendlich wird alles benutzt. Es werden also die wenigen Irrtümer, die auch ein Darwin mit sich getragen hat, ein Dawkins, ein Wilson. Ja, natürlich haben die auch Irrtümer mit sich getragen, ja? Und tragen sie vielleicht auch heute noch. Aber das wird dann benutzt, um die Biologie insgesamt zu diskreditieren. Aber immer nur die wenigen Irrtümer, die es bei vielen Biologen immer mal wieder gab, diese zu benutzen, um die echte Biologie zu diskreditieren, also damit auch den Ansatz der Next Scientist for Future ja im Prinzip zu diskreditieren, ja, das ist eben leider der Irrweg, der da praktiziert wird. Natürlich gibt es viele Pseudobiologen und es gibt wirklich viele Biologisten, aber es macht doch keinen Sinn, immer nur diese zu zitieren und die richtigen Biologen auszuschließen. Also mit den Next Scientists for Future nicht in einer Talkshow zum Beispiel zu talken. Ja, so nach dem Motto, ich will gar nicht wissen, was echte Biologen denken. Ich stürze mich einfach auf die wenigen Irrtümer, die tatsächliche Biologisten und so weiter manchmal geäußert haben und die Irrwege, ich stürze mich nur auf die Irrwege, die Sozialdarwinisten begangen haben, die überhaupt nichts mit einem weiterentwickelten und korrigierten Perspektive zu tun haben, ja? Und man muss sich klar sein, wer so unsachlich die Biologie kritisiert, der müsste sich eigentlich selber freiwillig dann als Kreationist bezeichnen. Denn er sagt ja, ich will mit der echten Biologie gar nicht reden, ich nehme immer nur also die Irrtümer von einzelnen Biologen und stürze mich dann darauf und sage dann, ätsch, die gesamte Biologie ist ein Irrweg. Stimmt aber leider nicht. Ja? Also das heißt, wir schauen es uns mal an. Ja, also das wollte ich doch anschauen hier. Ja, genau, hier wollte ich hingehen. Ja, das machen wir uns das nochmal klar hier. Das ist die Homepage vom World Council, eine von sechs Homepages, so die Begrüßungs-Homepage kann man sagen. Und da sehen wir doch hier als Hinweis, wo haben wir es denn? Ah ja, ich glaube, Sie können es lesen. Ja. Die drei Alleinstellungsmerkmale der Next Scientists for Future. Ja. Und was sehen wir da? Die neue echt naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, kurz NVWL, die also nicht auf den Irrtümern von Biologisten und Pseudobiologen gegründet ist, sondern auf der echten Biologie. Und was ist die echte Biologie? Die korrigierte und komplettierte mimetisch-genetische Evolutionsbiologie, in der halt all die Irrtümer, die in den Sendungen von Emma und Fritz oder Emanzipation und Frieden geäußert wurden, ja längst rausgefiltert wurden sozusagen. Und die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik fußt ja eben gerade auf dieser
von Unwahrheiten und Irrtümern gereinigten Biologie sozusagen. Und insofern, bitte beschäftigen Sie sich doch mit der echten biologischen Linke. Also ich sage ja immer so, wenn man uns irgendwo einordnen würde, müsste man uns zwischen SPD und Grüne einordnen. Ja, also beschäftigt euch doch mal mit der sachlichen, naturwissenschaftlichen, biologischen Linke, anstatt immer die vorzuführen, die sich so offensichtlich geirrt haben. Aber das weiß doch schon jeder, dass die sich offensichtlich geirrt haben, viele Sozialdarwinisten und ähnliche. Ja, dass das alles Irrwege waren, das weiß doch mittlerweile jeder. Ja, also sozusagen, es wird eigentlich, wie gesagt, gemacht. Also letztendlich führt man die Irrtümer einiger Biologen vor, um dann die Biologie als Ganzes abzulehnen. Und das ist natürlich ein Irrweg. Ja, ja, und ganz generell fehlt also auch natürlich dann die Perspektive, die ich ja eben schon eingenommen hatte, nämlich dass letztendlich wir Markt- und Arbeitsteilung erkennen müssen. Wir müssen erkennen, dass Karl Marx, die Gefährlichkeit von Markt- und Arbeitsteilung unterschätzt hat um den Faktor, sagen wir mal, 1.000 oder 10.000. Ja? Also das Verteilungsproblem und die Akkumulation von Reichtum und das Auseinandergehen einer Schere zwischen Arm und Reich, das sind nur die kleinsten Probleme. Die größten Probleme bestehen darin, dass durch ungelenkten Markt- und Arbeitsteilung unser Leben total zerstört wird, weil alles, was am Konsum hindert und an maximaler Waffenkaufsucht, Süßigkeiten, Alkohol, Zigaretten und so weiter, Kaufsucht hindert, wurde unterdrückt, musste unterdrückt werden, weil die Evolution genauso verläuft, weil unglückliche, unter Liebesmangel leidende, vereinsamte Singles einfach mehr shoppen als glückliche Menschen. Und deswegen hat quasi ungelenkter Markt- und Arbeitsteilung musste also unser aller Leben einer Totalzerstörung unterziehen. Ja? Und das hat Marx um den Faktor 1.000 unterschätzt. Ne? Ja, dann wurde auch noch mal über das Missverständnis gebracht mit der Homosexualität. Ja, wenn die Biologie recht hätte, dann müsste doch die Homosexualität längst ausgestorben sein. Aber das ist eben diese nicht korrigierte Biologie, das ist diese Irrtumsbiologie, die wieder hier als Feindbild genommen wird. Nein, Sexualität dient in erster Linie der Erzeugung einer kooperativen Grundstimmung in einem Bonobo-Kommunismus. Ja, also die Liebe dient nicht in erster Linie, das ist schon lange bekannt in der modernen Biologie, dass die Liebe nicht in erster Linie dient der Kindererzeugung, weil sonst könnten wir ja sozusagen einen Großteil unserer sexuellen Handlungen könnten ja dann einfach weggelassen werden von der Evolution, also uns auch keinen Spaß machen, also wir auch dahin nicht gelenkt werden, denn wenn es wirklich nur um Kindererzeugung ginge, müssten wir ja eigentlich nur alle 9 Monate müsste eine Frau ja eigentlich nur alle 9 Monate einmal Sex haben und dann wieder schwanger werden und so weiter. Ja. Aber dass wir eben in der Lage sind, wie die Bonobos 12-mal am Tag oder Richtung 12-mal am Tag Sex miteinander zu haben und so weiter und dann auch noch die Frauen mit den Frauen, ab und zu auch die Männer mit den Männern in Bonobo-Kommunismus und so weiter. Das kommt eben daher, weil die Liebe eine Hauptfunktion hat und das ist nicht die Fortpflanzung. Die Hauptfunktion besteht darin, liebevolle Gefühle zwischen allen Mitgliedern der Kommune zu erzeugen
und auch liebevolle Gefühle in den Männern gegenüber allen Kindern der Kommune zu erzeugen, damit es nicht zu Kindstötungen kommt, sozusagen, die sonst in der Evolution ein riesiges Problem darstellten, ja. Und das ist die Hauptfunktion ist also, die liebevollen Gefühle zu erzeugen, die einer maximalen Kooperativität und Kooperationsneigung maximalen Vorschub leisten oder so, ja? Das heißt also, die Kindererzeugung ist nur ein kleines Nebenprodukt unserer Genetik rund um die sexuelle Lust und das sexuelle Vergnügen. Ja? Aber auch das ist schon seit Jahrzehnten eigentlich bekannt in der echten Biologie. Ne? Und von daher, ja, und von daher stirbt auch Homosexualität nicht aus, denn die Homosexualität zum Beispiel zwischen Frauen, die ja bei Bonobos und ich vermute auch bei uns genetisch hundertprozentig bisexuell sind, ja, polybisexuell. Und das ging eben darum, um die Aggressivitäten zwischen den Frauen in einer Kommune auszuschalten, denn wenn sie mit sexuellen Lustgefühlen an die andere Frau denken, wenn sie sie sehen, dann ist Schluss mit Feindschaft in der Kommune. Und das macht die Kommune leistungsstärker nach außen hin. Ne? Und darum geht es in der Evolution. Und da spielt also quasi, ob dabei ein Kind entsteht oder nicht, spielt nur eine untergeordnete und Randerscheinungsrolle. Ne? So. Und dann kam wieder unser geliebtes Thema einer radikalen Arbeitszeitverkürzung. Und dafür können wir das gleiche Bild wieder verwenden. Hier können wir bei dem Bild bleiben. Wenn wir uns mal klar machen, dass wir Europäer hier, wir sind hier die europäische Seite. Wir haben nordamerikanische Indianer und südamerikanische Indios abgeschlachtet in einem beispiellosen Völkermord. Und warum ist das so gekommen? Einfach nur aufgrund einer Tatsache, dass aus welchen Gründen auch immer, da gibt es viele komplizierte Mechanismen, wir einfach mehr Waffentechnologie hatten sozusagen. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, hier, wäre dann sozusagen Russland, China, Südostasien oder so und Australien, ja, so als Kontinentbereiche. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir Europäer, ach so, das wäre Afrika und wir hier sind die Europäer, die zwei sind die Europäer, das wäre Afrika, Australien, Südostasien, China, Russland oder so, ja. So, dann machen wir doch uns mal klar, wenn wir jetzt 4 Stunden die Woche nur noch forschen an Hightech-Defensivrüstungsabwehrraketen, die alles abfangen können, also, aber hier, und hier und hier und hier und hier und hier 8 Stunden am Tag geforscht wird an Hightech-Angriffswaffen, wie lange wird das dann wohl dauern, bis wir in der Rolle der Indianer und Indios dann sind und abgeschlachtet werden? Also wer von radikaler Arbeitszeitverkürzung vor der Zeit träumt, der setzt Europa einer Selbstmordgefahr aus, sozusagen. Ja? Natürlich ist es richtig, dass der Mensch eigentlich von Natur aus nur genetisch programmiert ist auf circa 3 Stunden Arbeit am Tag. Aber dazu müssen doch erst einmal alle Kontinente der Erde ihre Kriegslüsternheit verlieren. Und dazu müssen sie alle die Einführung der Wohlfühlstimme, der Gesundheitsdaten, der Langlebigkeitsdaten und so weiter haben. Und anders geht es leider nicht. Ja, also bitteschön. Ja. Und dann gucken wir uns doch nochmal unser Tagesbild an, ja. Und das war's doch schon wieder für diese kurze wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.